Es sollte unser Grundrecht sein, absolut. Aber aus irgendeinem Grund glauben wir, wir müssen uns irgendwo anhängen, reinhängen, um dabei zu sein, um nicht ausgeschlossen zu werden. Ich glaube, das könnte so die Wurzel sein. Das ist Dazugehören. Ich glaube, dass wir in unserem Dasein ganz tief verankert haben, dass jeder irgendwo dazugehören möchte. Also so eine Art Familie, nehmen wir es mal so. Ich glaube, dass aber durch die heutige Zeit viele Menschen vereinsamen. Man sieht ja daran, wie Single-Wohnungen boomen in den Städten vor allem. Ja. Also jeder möchte nur mehr für sich alleine sein. Früher gab es das, glaube ich, eher kaum. Ja. Früher gab es halt so den Familienverband. Und heute ist man, vor allem in den Städten, alleine. Jeder möchte so seinem Ego ein bisschen nachgehen. Und ich glaube, das wird von der digitalen Welt, vor allem von Social Media, dann befriedigt, dass man da dazugehört. Ja, man hat Likes bekommen, wie auch Monique gesagt hat. Ne? Man giert danach nach der Aufmerksamkeit aus dem Netz. Klar, wenn man sie von Familie und Freunden, wenn sie so in dem analogen oder echten Zusammenhang nicht mehr da sind, dann braucht man einen Austausch, der halt digital stattfindet. Und da sehe ich wirklich das Problem, weil wenn du dich mit Freunden triffst und irgendwo in ein Kaffeehaus gehst oder Party feierst, dann sind da vielleicht 5, 10, 15, 20, 30, wenn es viel ist. Aber über das Internet hast du die Möglichkeit, mit Hunderten, Tausenden, mit Millionen in Verbindung zu treten. Und wenn man sieht, dass junge Influencer, TikToker, YouTuber mit 14, 15 Millionen Follower haben, das macht, glaube ich, was mit anderen Menschen oder mit Gleichaltrigen, die sehen, der oder die hat das, wie macht er das? Und man bekommt natürlich auch ein Leben vorgespielt, postet mit 14 oder 15 etwas, ist total reich, bekommt die Millionen durch die Werbeeinschaltungen nur dadurch, dass man etwas postet. Plus die soziale Verarmung, weil keiner mehr Zeit hat. Ne? Früher war es auch so, klassischerweise bei einer Familie, Mann bringt das Geld nach Hause, Frau kümmert sich um die Familie, Wochenende ist Wochenende, da wird einfach mit der Familie etwas gemacht. Ne? Heute müssen beide arbeiten, keiner hat Zeit für die Kinder, auch am Wochenende wird irgendwie einem Nebenjob nachgelaufen, irgendeiner Tätigkeit, nur um Geld zu haben, um sich einmal im Jahr vielleicht etwas Außergewöhnliches leisten zu können, vielleicht. Aber man vergisst halt, dass das Jahr 52 Wochen hat und dass man 50 Wochen vielleicht nur für die 2 Wochen arbeitet und die restlichen 50 Wochen gar nicht wirklich da ist. Man verschenkt seine Seele, so wie es Nick vorher auch gesagt hat, ne? Man verschenkt seine Seele an diese digitale Welt. Also das ist wirklich, wirklich bedenklich. Aber zum Glück gibt es auch einen Trend, merke ich auch, dieses Minimalistische, man sieht ja, wie viel Interesse momentan da ist an Tiny-Häusern. Ich gehöre selbst auch dazu, ich lebe auch jetzt momentan gerade in einem Riesenhaus mit 350 Quadratmetern, mit Studio und allem drum und dran und merke, ich brauche das gar nicht. Ja, ich sehe nämlich auch nach wenig, aber nach wenig Essentiellen. Und das, was Sinn macht. Ja, ich habe keine Lust, mich um 350 Quadratmeter kümmern zu müssen. Es tun auch 50. Ja, oder von mir aus 100, ist immer noch ein Drittel. Ich glaube, da sind wir alle gefragt, das Bewusstsein erstens selber zu haben und zweitens das auch rauszutragen und in die Menschen, zu den Menschen und zu schauen, Was fühlt sich denn für dich wirklich echt an, richtig echt an? Der Spaziergang im Wald bringt mir persönlich so viel mehr Energie, als eine Stunde vorm Computer zu sitzen. Auch wenn mir das Spaß macht, ne? Die Tätigkeit, auch wenn ich das liebe. Ich mache da Musikvideos und so, das ist cool. Ich lebe da tatsächlich meinen digitalen Traum, wenn man das so möchte. Aber wenn ich jetzt vergleiche, eine Stunde in der Natur, wow, auftanken.